Der glitzernde See, die Berge. Je nach Licht und Wetter gibt es immer andere, besondere Farbstimmungen. Kein Wunder, dass sich hier so viele Künstler Anfang des letzten Jahrhunderts inspirieren ließen. Zum Beispiel Gabriele Münter, die mit Wassily Kandinsky in einem kleinen Haus oberhalb von Murnau zusammenlebte. Bring mir mal den Maulschlüssel, Räuber. Bitte. Dankeschön. Was war denn das? Eine Aufbauspritze. Und etwas für deine Nerven. Meine Nerven geht's gut. Mir geht's nicht gut. Dein Check-up vor 3 Wochen war völlig in Ordnung. Was ist los? Ich frag mich, was mal sein wird, wenn ich nicht mehr da bin. Ruth, du überlebst uns alle. Außerdem hast du doch Carla und die Marie. Meine Schwiegertochter ist sehr lieb, aber vom Hotelbetrieb hat sie keine Ahnung. Und Marie, ich mach mir Sorgen. Aber die ist doch so tüchtig, was die alles kann. Gerade wechselt sie meinen Reifen. Das ist ja das Problem. Schau, wie sie ausschaut. So kriegt die doch nie einen Mann. Und du würdest am liebsten nachhelfen, nicht? Ja. Im Internet gibt's doch diese Partnerschaftsseiten. Du willst Marie sozusagen elektronisch verkuppeln? Das Einzige, was mir fehlt, ist ein schönes Foto von ihr. Aber das kriegen wir jetzt auch, wenn wir unseren neuen Hotelprospekt machen. Ich habe einen sündhaft tollen Fotografen engagiert. Niklas Steinke aus Berlin. Ah ja. Sich verlieben darf sie sich aber noch selber. Aber Arztgeheimnis. Ja, Räuber. Schon mal. Danke, Marie. Du bist super. Vorsicht. Vorsicht. Ja, wenn du immer so schnell fährst, um zu Oma zu kommen. Wie geht's dir denn, Johann? Alles in Ordnung. Du kennst sie ja, sie denkt immer, ohne sie geht gar nichts. Dabei kann sie halt auch nicht mehr so wie früher. Es macht mir nichts aus, noch mehr Verantwortung zu übernehmen. Aber ich will sie auch nicht aufs alte Gleis abschieben. Das würde sie sich auch nicht gefallen lassen. Sie meint halt, du hast zu wenig von deinem Leben. Aber das Hotel ist ja mein Leben. Ja, ja. Grüß Gott. Mach ich. Piek mal, schicke Hütte, wa? Oh, die schönen Blumen. Wie heißen die denn? Keine Ahnung. Sind die aus Berlin. Für den Hotelprospekt, den keiner braucht. War Omas Idee. Schau, dass es sich ausruht. Ich komme dann wieder vorbei. Mach ich. Tschüss. Ciao. Räuber, du bleibst da. Komm. Komm, Räuber. Da bleib. Ja, komm. Das muss ein Missverständnis sein. Unsere Marie macht das doch. Aber ich habe doch extra noch mal angerufen und gefragt, ob ich ein Model mitnehmen soll. Mit mir haben Sie da nicht gesprochen. Aber mit mir. Marie. Marie Rosinger. Niklas. Niklas Steinke. Ich habe gerade einen Reifen gewechselt. Wow. Ich zeige Ihnen jetzt Ihre Zimmer. Ich kümmere mich um Ihr Gepäck. Danke, geht schon. Und umziehen solltest du dich auch noch. Das ist nun das sogenannte Münterhaus. Hier waren unsere beiden Künstler glücklich. Gabriele Münter und Wassily Kandinsky lebten hier in den Sommermonaten von 1909 bis 1914. Wenn Sie jetzt gleich in das Haus hineingehen,
werden Sie bemerken, dass alles so aussieht, als hätte Kandinsky nur kurz den Raum verlassen. Sein Gehrock, sein Zylinder, all diese Gegenstände stammen aus Münters Besitz. Und die Tatsache, dass sie diese Dinge aufbewahrt hat, zeigt, wie sehr sie sich mit ihrem Lehrer Kandinsky verbunden fühlte. Meine Damen und Herren, wir gehen jetzt in das Haus. Warten Sie doch bitte, ich bin gleich da. Peter. Hallo, Carla. Meine Führung. Sehe ich dich nachher? Ich muss leider meine Hotelgäste zurückbringen. Ist aber schade. Ja, kommen Sie bitte. Und das ist unsere wunderschöne Frühstücksterrasse. Das blaue Land müssen Sie natürlich auch fotografieren. Und unsere Marie. Marie setzen wir dann dahin. Das Model, Oma. Ja, natürlich auch. Aber du dazu, mit einem Glas Sekt. Sie ist ein bisschen schüchtern. Und sie hält sich nicht für fotogen. Aber als zukünftige Chefin des Hotels gehört sie in den Prospekt, ob sie will oder nicht. War wirklich interessant. Schön war's. Ja? So, da sind wir wieder. Ich hoffe, unser Ausflug hat Ihnen gefallen. Nehmen Sie doch auf der Terrasse Platz, trinken Sie einen Kaffee. Meine Tochter. Und jetzt stelle ich Ihnen noch meine Schwiegertochter vor. Das war aber eine kurze Vorstellung. Mich nur davon überzeugen, dass du keine Fata Morgana bist. Ich hab gehofft, du kommst wieder. Gehen wir ein Stück? Gerne. Du hast dich überhaupt nicht verändert. Alles hat sich verändert. 27. Nein. 28 Jahre. Und bei dir alles, wie du es dir vorgestellt hast? Georg ist vor 4 Jahren gestorben. Oh. Aber ich habe eine wunderbare Tochter, Marie. Schön. Und du? Geschieden. Ja. Hast du vielleicht doch etwas zu viel mit deinen Studentinnen geflirtet? Hm? Aber nur mit dir. Nein, wir hatten uns auseinandergelebt, wie es eben so ist. Wo wohnst du hier? Auf der Parkbank. Was? Ich habe die Auslastung der Hotels in dieser Jahreszeit unterschätzt. Du, bei uns hat heute jemand abgesagt. Wirklich? Willst du das Zimmer haben? Bist du sicher? Ich könnte dich natürlich auch aus später Rache auf der Parkbank schlafen lassen. Ich habe gedacht, das ist verjährt. Es sei denn, du lädst mich zum Essen ein. Wann? Jetzt. Ja, bei uns ist um diese Zeit im Hotel nicht so viel los. Ladies and Gentlemen, der und Terras, 30 Minuten Pause. Coffee and Kuchen. 30 Minuten, okay? 30 Minuten Pause. Der und Terras. Ja, das Shooting in New York war stressig. Ist aber super gelaufen. Wo ich jetzt bin? Ich sag nur Kuhglocken und Landeier. Bernd, wir sehen uns in Berlin. Entschuldigen Sie? Ich habe nicht Sie gemeint. Also, was ich gemeint habe. Wenn Sie mich nicht vorbeilassen, dann landet das Tablett auf Ihren Designerschuhen.
Voila! Ich hole noch schnell mein Gepäck. Ich gehe schon mal vor. Ja, Herr Lienerer, wir haben noch ein Zimmer frei. Oh, ja. Nein. Gut, nein, das Zimmer ist vergeben. Ich höre gerade von meiner Schwiegertochter, dass das Zimmer leider schon vergeben ist. Es tut mir leid. Auf Wiederhören. Schön, dass du auch wieder mal vorbeischaust. Wir hatten ein riesen Kaffeegeschäft. Oh, das tut mir leid. Entschuldigung, Ruth. Ich hatte etwas im Münterhaus vergessen. Den ganzen Abend? So geht das nicht weiter, Carla. Du immer mit deiner Kunst. Und Marie und ich haben die ganze Arbeit. Ich hab doch schon gesagt, dass es mir leid tut. Das sagst du auch immer. Und ändern tust du nichts. Ja, das ist Professor Peter Blumfeld. Ruth Rosinger, meine Schwiegermutter. Freut mich. Grüß Gott. Und du übernimmst jetzt die Rezeption. Schönen Aufenthalt. Alles in Ordnung? Ja. Wollen wir noch was trinken? Ich brauche heute meinen Schönheitsschlaf. Morgen, ja? Na dann. Gute Nacht. Schlaf schön. Na, da freuen sich die Designerschuhe aber, wenn sie wieder schön sauber werden. Vielleicht kann ich Ihnen mit etwas Licht aushelfen. Ich muss zum Sicherungskasten. Ich muss auch zum Sicherungskasten. Na, damit Sie meinetwegen nicht noch hinfallen, hm? Ich wollte dir eigentlich nur den Schlüssel geben, nicht meine Hand. Ich hätte sie aber gerne noch ein bisschen gehalten. Es ist lange her, dass ich sie das letzte Mal gehalten habe. Immer noch der alte Charmeur. Darf ich? Mhm. Wir können gerne die ganze Nacht hier verbringen. Sie können aber auch ganz langsam den Schalter umlegen. Danke. Dann komm. Vergiss dein Gepäck nicht. Ja. Na, dann schönen Abend noch, ne? Hebt den Blutdruck und macht fröhlich. Ich bin fröhlich. Schlecht geschlafen? Siehst ein bisschen müde aus. Zeig doch Herrn Steinke unser blaues Land. Die frische Luft wird dir auch gut tun. Ich hab dir schon mal gesagt, ich lass mich nicht gerne fotografieren, Oma. Wer spricht denn vom Fotografieren? Wir brauchen schöne Motive für unseren Prospekt. Herr Steinke ist aus Berlin, der kennt sich doch hier nicht aus. Wie kannst du nur einem Wildfremden sagen, dass ich schüchtern bin und nicht hübsch? Von nicht hübsch hat keiner was gesagt. Du bist hübsch. Du musst nur ein bisschen was aus dir machen. Schau doch diese Sandra an. Ich bin genauso seine Auftraggeberin wie du. Und was machst du? Du führst mich vor und untergräbst meine Autorität. Ich hab's nur gut gemeint. Du willst doch mal das Hotel übernehmen, oder? Ja, natürlich. Das hat doch damit nichts zu tun. Das Hotel ist mein Leben, genau wie deins. Gabi hat angerufen.
Sophie ist krank. Ich bin auch krank und arbeite trotzdem. Ich mach das schon. Ist was? Das ist mal wieder typisch. Sogar das Zimmermädchen tanzt dir auf der Nase rum. Und Marie muss alles ausbaden. Man muss das Zepter immer in der Hand behalten. Schätzchen, warte mal. Wird dir das nicht alles zu viel? Ich mach das wirklich gern, Mama. Sicher? Sicher. Habe ich dir schon gesagt, was für eine große Stütze du seit Papas Tod für uns bist? Ungefähr 3-mal am Tag, Mama. Entschuldigung, könnten Sie vielleicht später wiederkommen? So in 10 Minuten. Guten Morgen. Guten Morgen. Ah, gut, dass Sie da sind. Ich bräuchte bitte frische Handtücher. Danke. Sie denn da? Sie sind's. Entschuldigung. Sandra? Entschuldigen Sie. Ja. Eigenartig. Marie, schau, Kitty hilft uns aus. Hallo, Marie. Schön. Zimmer 2. Jetzt kannst du dich um Herrn Steinke kümmern. Ach, da ist er ja. Herr Steinke, meine Enkelin möchte Ihnen gern die Gegend zeigen. Dann können Sie vielleicht schon Motive aussuchen, die wir für unseren Prospekt brauchen. In Ordnung. Gern. Dann fangen wir mit dem Shooting erst heute Nachmittag an. Hm? Ja, genau so machen wir das. Okay. Was ist? Du machst das schon wieder. Jetzt führst du mich schon wieder vor. Ich führe dich nicht vor. Ich schaue nur, dass hier alles funktioniert. Der Hotelprospekt. Ich muss ja sogar die Internetseite selber machen. Wieso muss? Ich bin auch nicht mehr die Jüngste. Na gut. Dann mache ich das für dich. Wohin geht's? Zuerst zur Wieskirche. Ach, und bitte kein Wort über Zimmermädchen, die fremde Schuhe anprobieren.
Ich weiß gar nicht, wovon Sie sprechen. Auf Wiedersehen, einen schönen Tag. Danke, ebenfalls. Erinnerst du dich? Das sollte mal meine Doktorarbeit werden. Jetzt sind Führungen durchs Münterhaus daraus geworden. Mit so einer tollen Expertin würde ich mich ja gerne mal ausführlicher unterhalten. Wann hast du denn Zeit? Eigentlich nie. Die Sinde. Das Bild hat mich schon immer fasziniert. Die Suchende auch. Sie war sehr einsam in ihrem schwedischen Exil. Es war halt nicht ihr Leben, das sie da gelebt hat. Bist du? Ich wollte nur sehen, ob es dir besser geht. Was geht dir besser? Es sieht so aus, als hätte ich jemand für Marie gefunden. Aber Arztgeheimnis. Du kriegst wohl immer deinen Willen. Tja, wenn es den anderen gut tut. Und du weißt immer, was für die anderen gut ist. Schau. Mein Großvater hat hier alles allein aufgebaut. Aber er ist zu früh gestorben. Und dann hat meine Großmutter alles alleine gemacht. Und dann meine Mutter. Und jetzt du. Das Hotel der starken Frauen. Naja, Carla fällt ein bisschen aus dem Rahmen. Aber die ist ja auch nur angeheiratet. Die hat sie einfach nicht im Blut. Hm. Aber Marie. Marie ist wie meine Großmutter. Und meine Mutter. Und wie du. Eben. Ich will nicht, dass Marie eines Tages alles alleine machen muss. Sie braucht einen Mann, der ins Hotel passt. Und deshalb muss ich jetzt eine E-Mail schreiben. Ja, ich verstehe. Mach's gut. Also das verstehe ich nicht. Da wollte er gestern mit dir aufs Zimmer und du lässt ihn abblitzen. Niklas ist ein Mann, der bekommt jede. Mhm. Und du willst es ihm nicht zu leicht machen. Ja, ich habe mich in ihn verliebt. Und jetzt habe ich Angst, wenn es zu schnell geht, dann... Dann ist es auch schnell wieder vorbei. Genau. Und das will ich natürlich nicht. Ihr werdet ein tolles Paar. Na komm, das ist die berühmte Wieskirche. Da im Turm hängen 7 Glocken und von denen bilden 4 zusammen ein Barockgeläute. Barockgeläute? Ja, genau, Barockgeläute. Und die Dreifaltigkeitsglocke, die erinnert jeden Freitag an die Sterbestunde Christi. Ah ja, damit wir nicht übermütig werden, hm? Sie nehmen wohl gar nichts ernst, oder? Hm. Ich geh mal rein. Du bleibst hier, Räuber. Sitz! Hm? Hm.
Grüß Gott. Grüß Gott. Ich hab's dir ja versprochen. Räuber, komm mal her. Gesagt, dass ich das nicht möchte. Ja, Entschuldigung. Aber ich konnte einfach nicht widerstehen. Darf ich es behalten? Räuber! Dann zeigt mir das hier, Basti, oder wäre ein Hund auf! Danke. Räuber war das letzte Geschenk von meinem Vater. Willst du mal Pause machen? Hier stimmt schon wieder was nicht. Was? Die Gäste beschweren sich, dass ihre Rechnungen doppelt abgebucht worden sind. Also ich verstehe das nicht. Ich schaue mir das mal an. Ich schaff das. Na gut. Schön. Der Staffelsee, die Wieskirche, Fotos ohne dich, sie. Dich. Und ja, ich fand's auch schön. Schätzchen, gut, dass du da bist. Mir sind hier schon wieder Doppelbuchungen passiert. Hallo. Hallo, Entschuldigung. Das ist kein Problem, ich kümmere mich drum. Wirklich? Oh, du bist ein Schatz. Du weißt ja, das ist nicht so mein Ding. Das sind die Kontoauszüge vom Mai. Danke. Du hast natürlich überhaupt keine Zeit, ich weiß. Dürfte ich dich vielleicht trotzdem zu einem kleinen Spaziergang an den Seen führen? Ach, gib mir einen Moment, ich zieh mich um. Was mich an der Münter schon immer fasziniert hat, ist die Kraft und der Ausdruck von ihren Zeichnungen. Dabei sind manche so winzig wie Briefmarken.
Die wollte, dass man sich ihre Werke nicht nur anschaut. Die wollte, dass man sich wirklich damit beschäftigt. Klar, du, wer wünscht sich das nicht? Dass sich Leute mit dem beschäftigen, was man tut. Ja. Wenn einem das, was man tut, wichtig ist. Carla, du lebst hier am Staffelsee. Ja. Im Land des Blauen Reiters. Mit seinem Licht, mit diesen Farben. Du, ich bin nicht unglücklich. Mir geht's gut. Du warst so glücklich damals, als du deinen Mann kennengelernt hast. Ja. Dein Talent, die Kunst, das war dir gar nicht mehr wichtig. Ich habe mich bei Georg so aufgehoben gefühlt. War der Richtige für dich? Ja. Der richtige Mann. Das falsche Leben. Das verstehe ich jetzt nicht. Ach, schau. So ein Familienhotel, das ist was ganz Besonderes. Marie ist darin fest verwurzelt. Aber ich? Ich wache morgens auf, ich schaue mich um und denke mir, was kommt dann noch? Es ist nie zu spät, sein Leben zu ändern. Herr Professor. Herr Steinke, ich möchte die Fotos von heute Morgen sehen. Natürlich, Frau Rosinger. Einen Moment. Und Marie, haben Sie nicht fotografiert? Ich wollte ein schönes Foto. Wozu habe ich Sie engagiert? Ja, das frage ich mich auch langsam. Ihre Enkelin will nicht fotografiert werden. Ach. Räuber soll jetzt auch mit aufs Bild. Das werden Sie wohl hinkriegen. Vor allem mit Ihnen, Frau Rosinger. Ich stelle mir vor, Sie als Hotelchefin begrüßen Sandra. Ich bin zu alt. Sie sind nicht alt, Sie haben einfach nur ein bisschen mehr Vergangenheit. Und genau das ist das Schöne und Spannende in Ihrem Gesicht. Schmeichler. Das ist nicht mein Job. Meine Aufgabe ist es, Menschen zu erkennen. Wunderschön siehst du aus. Ja? Bitte schön. Ach, haben Sie vielleicht noch etwas Süßstoff für mich? Ja. Danke. Will, dass du als Juniorchefin Sandra begrüßt. Oma. Dann mache ich's eben. Gut, dann fangen wir an. Los geht's. Räuber! Räuber, komm! Brav. Und sitz. Sitz. Fein. Sitz. Gut, Frau Rosinger, jetzt geben Sie bitte Sandra die Hand. Und zu mir schauen. Räuber, brav. So war das nicht gemeint. Räuber, komm! Ja, fein. Und sitz. Jetzt bitte wieder die Hand geben. Ich hol die Leine. Guten Tag. Ich werde noch zum Model auf meine alten Tage. Aber nur für unseren Hotelprospekt. Oh, das ist ja prima. Schön. Wiedersehen. Wiedersehen. Oma? Ja. Fein. Und sitz. So, aller guten Dinge sind drei. Die Hand. Sehr gut, machen wir gleich noch eins. Lächeln. Schaut sie mir. Ja. Wunderbar. Danke, Frau Rosinger. Sie sind ja ein richtiges Naturtalent. Danke, Sandra.
Wenn ich dich anschaue, habe ich das Gefühl, es ist überhaupt keine Zeit vergangen. Du flirtest immer noch gern. Damals war es mir sehr ernst. Aber du hast mir nicht geglaubt. Du warst verheiratet. Ich fand das unmöglich. Du hattest dich bereits für eine andere entschieden. Ja, ich hatte geheiratet, aber da habe ich dich auch nicht gekannt. Trotzdem. Ich war so verliebt. Und als ich dann erfuhr, so enttäuscht, ich hätte dich umbringen können. Für deine direkte Art habe ich dich schon immer geliebt. Ach ja? Ja, vielleicht hätte ich mich ja getrennt. Aber dann war Georg schon da. Ja. Und jetzt ist schon wieder alles anders. Tja, man kann das Leben eben nicht von A bis Z durchplanen. Auf den Schrecken trinken wir erst mal einen. Es tut mir wirklich leid. Das muss es nicht. Ich habe ja Augen am Kopf. So, das ist schmerzlindernd und gegen die Schwellung. Du siehst, das kann man nicht überschminken. Selbst ich nicht, Niklas. Tja, dann brauchen wir ein anderes Model. Tut mir wirklich leid, Sandra. Sie können natürlich trotzdem hier wohnen bleiben. Sozusagen als Schmerzensgeld. Vielen Dank. Das ist doch ein romantisches Hotel. Das heißt, alles hier, die Atmosphäre, die Herzlichkeit, die Wärme, alles ist echt und natürlich. Es gibt nur ein Model, was wirklich hierher passt. Überleg's dir, Marie. Ich gehe jetzt und mache noch ein paar Fotos von Münter aus. Kandinsky wird das erste in der ganzen Reihe von Künstlerpaaren, die ich porträtieren werde. Musst du unbedingt nach Mexiko. Frida Kahlo und Diego Rivera. Auch nach Paris. Camille Claudel und Rodin. Carla. Komm mit, Carla. Warum gibst du dich mit deinem Leben zufrieden, das nicht zu dir passt? Wir haben nur dieses eine Leben. Und da willst du aufs nächste warten, in der Hoffnung, dass dann alles anders wird? Ich habe damals einen Fehler gemacht. Das weiß ich jetzt. Einen Fehler? Ja. Ich hätte dir sagen müssen, wie viel du mir bedeutest. Das hätte vielleicht einiges verändert. Das weiß ich nicht. Aber jetzt könnte es etwas ändern. Schon gesucht? Und? Darf ich dich morgen fotografieren? Auf allen Fotos, die es von mir gibt, habe ich die Augen zu. Angst vor der Kamera? Kein Gefühl für den richtigen Moment. Weißt du,
Ein berühmter Fotograf hat einmal gesagt, das eine Auge schaut weit geöffnet durch den Sucher und das andere, das geschlossene, blickt tief in die eigene Seele. Wenn man fotografiert, hat man Verantwortung für sich und für den anderen. Noch immer Angst vor mir? Zumindest keine Angst mehr vor der Kamera. Darf ich? Und? Gefällst du dir? Dankeschön. Deine Augen, sie sind wunderschön. Sei keine Raupe, sei ein Schmetterling. Du vergleichst mich mit einer Raupe? Ach nein, du bist ein Schmetterling. Aber manchmal, finde ich, machst du eine Raupe aus dir. Du schön aus. Toll. Ja, dann kann es ja jetzt losgehen. Die drei Hotelchefinnen vor dem Hotel. Oh. So düstere Blicke, da würde ich hier nicht einchecken. Ja, lächeln. Ja. Na klar, der Chef, der muss auch mit aufs Bild. Hm? Ja. Ja. Tja, wunderbar. Und später mache ich noch ein paar Porträts von Marie. Das oder das, Räuber? Hm? Okay. Ja? Hast du was vor? Ja, die Porträts. Warum? Ach so. Naja, ist egal. Kein Problem. Hm? Nicht du. Ist es wichtig? Naja, ein Gast. Aber ich kann das auch verschieben. Aber einen Gast kann man nicht verschieben, Mama. Die Porträts kann ich auch später machen. Sicher? Jetzt geh schon. Na gut. Gut. Wir schauen Fotos an. Hallo. Hallo. Eigentlich bin ich nur gekommen, um zu sagen, dass ich nicht komme. Aha. Also, auch wenn du eigentlich nicht da bist, willst du vielleicht trotzdem die Fotos sehen? Ja. Wir sehen uns später, okay? Okay. Ich habe eigentlich gar keine Zeit. Ich muss meine Oma an der Rezeption ablösen. Ich allein? Ich habe dich rausvergrößert. Das bin ich? Genau das bist du.
Komm, ich zeig dir noch was. Ach, das Münterhaus. Das mag meine Mutter so. Und das Paar? Die Gabriele Münter und Kandinsky. Kannst du das auch vergrößern? Klar. Entschuldigung. Ich muss los. Ja. Das sind die Fotos von euch und die Vergrößerung von dir drauf. Bring sie doch deine Großmutter mit. Die wird sich bestimmt freuen. Danke. Und wann machen wir die Porträts? Wenn meine Mutter wieder da ist. Und dann gehen wir gemeinsam essen. Ja. Wachablösung. Wo ist denn deine Mutter? Ist mit einem Gast unterwegs. Ist die CD mit den Fotos. Auch von mir. Ich nehme an, es hat sich gelohnt. Ich schaue mir die gleich mal an. Da ist sicher was für unsere Internetseite dabei. Hm? Froni braucht dich auf der Terrasse. Okay. Hast du schon darüber nachgedacht, wie du dein zukünftiges Leben gestalten willst? Und ob ich darin vorkomme? Ja. Ja, ich habe darüber nachgedacht. Es wäre ein Versuch wert. Ronald Schönauer. Danke. Sehr nett. Ruth Rosinger. Das freut mich. Oma, ist Mama immer noch nicht da? Meine Enkelin, Marie Rosinger. Eben noch in München und schon bin ich da. Ronald Schönauer. Herr Schönauer kommt aus der Hotelbranche. Aha, ja, freut mich. Meine Oma wird sich um Sie kümmern. Sie sollten doch erst anrufen. Ich verstehe nicht ganz. Ich erkläre Ihnen jetzt alles, was Sie wissen müssen. Entschuldigt, ich zieh mich nur schnell um, ja? Alles in Ordnung?
Du weißt doch, heute ist italienisches Buffet. Ja, ja. Ich beeile mich. Mama? Schätzchen, ist wirklich alles in Ordnung? Ja, Oma geht es gut und im Hotel hat alles reibungslos geklappt. Natürlich. Du warst ja da. Natürlich. Ich bin da. Ich bin immer da. Aber du machst es doch gern. Klar. Da ist es auch nicht weiter schlimm, dass du lieber mit deinen Gästen unterwegs bist, als einmal wirklich fürs Hotel da zu sein. Ich habe dich schon 100-mal gefragt, ob dir das hier alles zu viel wird. Du hast immer Nein gesagt. Ich habe wirklich gedacht, du liebst deine Arbeit. Ja, das tue ich ja auch. Aber es hat mir keiner von euch gesagt, dass ich dafür auf mein Leben verzichten muss. Im Gegensatz zu dir. Guten Appetit für dich. Schmeckt wirklich ausgezeichnet. Danke. Alles in Ordnung? Ja, ja, ja. Und? Ist alles zu Ihrer Zufriedenheit? Oh ja. Es freut mich. Ja, mich auch. Möchten Sie noch etwas Wein? Ich, später vielleicht. Sie sind auch in der Hotelbranche? Ja, ich führe ein kleines Fünf-Sterne-Hotel in der Nähe von München. Das ist mein ganzes Leben. Genau wie bei Ihnen. Ich habe doch recht, oder? Ja, stimmt. Kann ich bitte die Milch haben? Und auch noch den Zucker? Danke. Marie, bitte. Lass uns in Ruhe darüber reden. Ist das nicht ein herrlicher Morgen? Ich muss Roni helfen, das Frühstücksbuffet aufzubauen. Du musst gar nichts, außer dir freinehmen. Ich kann Oma unmöglich alleine lassen. Es kommen neue Gäste. Aber das kann ich doch machen. Ich bin doch auch noch da. Und in meinem Alter auch noch lernfähig. Deine Mutter hat recht. Fahr doch nach Murnau, kauf dir was Hübsches zum Anziehen. Gut. Oder bist du es nicht? Doch, ich glaube, ich bin's. Kontaktlinsen. Ah. Und neue Schuhe? Ja, ich habe ja heute frei.
Dann darf ich vielleicht von den Kontaktlinsen und von den neuen Schuhen ein Foto machen, bevor ich die beiden zum Essen einlade. Wenn ich mitkommen darf? Ja. Wie wär's mit einem Lächeln? Ja. So ernst heute? Peter, ich möchte nichts überstürzen. Verstehe. Nein, nein, nicht wegen uns. Marie braucht mich. Deine Tochter ist erwachsen. Ich war seit Georgs Tod so mit mir selbst beschäftigt, dass ich nicht gesehen habe, wie unglücklich sie ist. Und von all dem hier völlig überfordert. Und was ist mit dir? Mit dem, was du mal ursprünglich sein wolltest? Was du immer noch tun könntest? Willst du wieder zurückstecken? Ich kann nicht glücklich sein, wenn mein Kind unglücklich ist. Das mit den Doppelbuchungen hast du prima hingekriegt. Ja, mit Maries Hilfe. Willst du nicht eine Stunde freimachen? Die Froni ist doch da. Stimmt eigentlich. Was ist mit den Reservierungen? Das kann ich machen. Bist du sicher? Ja, ja. Geh. Geh nur. Gut. Gut. Bis später. Frau Rosinger, ich bin auf der Suche nach Ihrer Enkelin. Ich habe sie den ganzen Morgen noch nicht gesehen. Ja, die musste nach Murnau. Sie kommt aber sicher bald zurück. Gut, ja, dann setze ich mich auf die Terrasse und trinke eine Tasse Kaffee. Ja, ist ja so schön draußen. Man kommt nur vorwärts, wenn man was zurücklässt. Das wird mir immer wieder klar, wenn ich auf dem Schiff bin. Musstest du viel zurücklassen in deinem Leben? Nichts, was mir wirklich wichtig wäre. Gerade mal eine Stunde frei und schon wieder eine Gelegenheit verpasst. In einem Monat werde ich schon wieder ein Jahr älter. Das wird dir keiner ansehen. Ich fühle mich auch noch nicht so. Und mir tun auch nicht die Knochen weh, wenn ich morgens aufstehe. Oh, mir schon. Was? Ja, manchmal habe ich das Gefühl, ich muss alles einzeln einsammeln und wieder zusammensetzen. Was meinst du? Wie viel Zeit haben wir noch? Wie viele hoffentlich gesunde Jahre? 20? 30? Vielleicht haben wir ja doch eine Chance. Vielleicht gibt es eine Lösung für Ruth und Marie. Für Mexiko und Paris. Und Oma, Mama, ich bin's. Macht euch keine Sorgen, es kann spät werden. Möchten Sie vielleicht noch was? Oh, ja, ich nehme noch einen Kaffee. Ist dann der vierte. Ich weiß wirklich nicht, wo Marie bleibt. Ich kann sie auch nicht erreichen.
Würden die neuen Schuhe vielleicht gern tanzen? Die neuen Schuhe müssen sich ausruhen. Die sind noch nicht so ans Laufen gewöhnt. Aber meine Füße ohne Schuhe, die würden sehr gerne tanzen. Marco se n'è andato e non ritorna più. Che il treno delle 7:30 senza lui è un cuore di metallo senza l'anima. Nel freddo grigio del mattino di città, a scuola il banco è vuoto, ma tu è dentro me. E dolce il suo respiro tra i pensieri miei. Distanze non mi sembrano dividerci. Il cuore batte forte dentro me, chissà se. Zusammen und sagst es ihm. Oh, das geht alles so schnell. Guten Morgen, Ruth. Wo bleibt ihr denn? Wieso ihr? Deine Tochter ist auch noch nicht da. Sie wird gleich kommen. Ich gehe mich schnell duschen. Warum denn gerade ich? Du meinst das Mädchen mit der Brille? Mit den Ölfingern? Das gern mal fremde Schuhe anprobiert, dem ab und zu die Sicherung rausknallt? Du hast so viele Models um dich rum. Weißt du, das ist wie mit dem Fotografieren. Du machst unzählige Bilder und eins ist perfekter als das andere. Aber irgendwann, in einem stillen Moment, stehst du plötzlich da und fragst dich, wo ist eigentlich das Leben geblieben in diesen Bildern? Und dann, rein zufällig, machst du dieses eine Foto, das vielleicht nicht so perfekt ist wie die anderen, aber du fühlst das Leben darin. Und du weißt, es ist es. Und ich bin es? Ich habe mit meinem geschlossenen Auge in meine Seele geschaut und dich gefunden. Du sagst so schöne Sachen. Und heute musst du wieder fahren. Vielleicht hast du recht. Manchmal muss man was zurücklassen, um vorwärts zu kommen. Warum kommst du nicht einfach mit? Ich meine, mein nächstes Shooting ist in Berlin, aber danach fotografiere ich für 3 Monate in Kalifornien und danach bin ich in Afrika. Wäre schon schön. Und nach dem Shooting machen wir eine Safari. Entschuldigung, ich nehme noch einen Kaffee. Gerne. Guten Morgen. Kaffee? Tee? Kaffee, bitte. Gerne. Du siehst aus, als ob du jetzt auch noch ein Pflaster für deine Seele bräuchtest. Ja, für mein Herz.
Niklas hat heute Nacht nicht im Hotel geschlafen. Ach, Quatsch. Vermutlich ist er nur spät rein ins Zimmer und schläft noch. Er ist nicht da. Und Marie Rosinger arbeitet um diese Uhrzeit normalerweise schon längst. Ja, aber du glaubst doch nicht, dass... So wie er sie gestern angeschaut hat. Das haben Fotografen so an sich, wenn sie ihr Model fotografieren. Mann, Sandra. Marie ist lieb und nett, aber doch keine Konkurrenz für dich. Dankeschön. Vielen Dank. Wiedersehen. Wiedersehen. Schönen Tag noch. Danke. Ich möchte zuerst mit dir reden. Ja? Es geht um mich und meine Zukunft. Professor Blumfeld? Ja. Er will mich mit auf seine Reisen nehmen. Mama, du willst weg? Wir sehen uns nachher. Frau Rosinger, darf ich Ihnen was sagen? Ja. Bevor Sie das nächste Mal das Internet bemühen, sollten Sie vielleicht mit Ihrer Enkelin darüber sprechen. Wieso Internet? Ihre Großmutter hat mich auf einer Partnerschaftsseite entdeckt. Tja, schade. Ich hätte mich sehr gefreut. Machen Sie mir bitte die Rechnung fertig. Sie sind mein Gast. Oh, danke. Du wolltest mich übers Internet verkuppeln? Ich wollte nur dein Glück, Marie. Mein Glück, Oma, das suche ich mir alleine. Ihr wollt mich also beide verlassen. Oma! Ich rufe Johann an. Ja. Bei anderen Menschen schießt der Blutdruck in die Höhe, wenn sie sich aufregen. Bei dir geht er ins Bodenlose. So ist das eben, wenn man den Boden unter den Füßen verliert. Lass du mich bitte mal mit Ruth allein? Sicher. Könnte es sein, dass dein Wille den beiden doch nicht so gut tut, wie du meinst? Dir im Übrigen auch nicht? Aber nicht mit dem Fotografen. Das muss ich verhindern. Du ruhst dich jetzt aus. Und Carla plant ihre Zukunft mit diesem Professor. Georg ist seit 4 Jahren tot. Carla hat ein Recht auf eine neue... Eine Verpflichtung hat sie. Genau wie Marie. Eine Verpflichtung dem Hotel und Georg gegenüber. Die können sich nicht so einfach verlieben, in wen sie wollen. Das muss passen. Und du stehst dann irgendwann alleine da mit deinem Sturschädel und deinem Dickkopf. Ich hab gedacht, du bist nicht nur mein Hausarzt, sondern auch mein Freund. Ja, gerade deswegen. Wenn du so weitermachst, Ruth, das heute war keine Kreislaufschwäche mehr. Du bist ohnmächtig geworden. Ist ja nichts passiert. Ja, diesmal. Na, was ist beim nächsten Mal? Was ist, wenn du mit dem Kopf aufschlägst oder dir was brichst? Du kannst von heute auf morgen ein Pflegefall sein. Jetzt sei nicht so negativ, Johann. Das bekommt mir nicht. Geh jetzt bitte, ja? Gut, ich gehe. Aber ich komme erst wieder, wenn du vernünftig geworden bist. Wiedersehen. Schönen Tag noch. Danke. Wiedersehen. Und? Wie geht's Oma? Sie plant schon wieder. Pass gut auf sie auf. Ja.
Ach, und vom Motiv Münterhaus, da kannst du auch noch 20 bestellen. Mhm. Ich glaub, dem Räuber ist was passiert, vorne im Hof draußen. Was ist? Der Räuber war auf einmal vor dem Auto. Und jetzt ist er weg. Komm, wir müssen ihn suchen. Räuber! Es war ein Schnaps. Tut mir so leid. Wenn Räuber stirbt, dann bist du schuld. Oh. Räuber war doch das letzte Geschenk von Georg. Von meinem Sohn. Von meinem Kind. Ganz ruhig, ganz ruhig. Es ist nicht richtig, Johannes. Wenn das eigene Kind vor einem geht. Jetzt ist es endlich raus. Ich will nicht, dass du auf dein Leben verzichtest, Marie. Wenn du mit Niklas fortgehen willst, dann geh mit ihm fort. Wie kommst du denn da drauf? Vorhin an der Rezeption, das war einfach nicht zu übersehen. Warst du deshalb gestern so sauer auf mich? Es war unsere erste Verabredung. Und ich habe sie verhindert. Bei dir und Peter war es aber auch nicht zu übersehen. Wenn man einen Kuss geheim halten will, dann sollte man nicht vor die Linse eines Fotografen laufen. Niklas hat euch zufällig am Münterhaus fotografiert. Es tut mir leid, Marie. Aber weißt du, Peter ist wie mein Spiegel. Durch ihn sehe ich, wie ich früher mal war, mit all meinen Träumen und meinen Hoffnungen. Du hast dich ganz schön angepasst. Na. Ich wollte das damals so. Und ich hab's gern getan. Für deinen Vater und für dich. Dein Professor Blumfeld, der schreibt über Künstlerpaare? Mhm. Als nächstes will er nach Mexiko oder nach Paris. Und du sollst ihn begleiten? Ja. Was will die Welt nur auf einmal von uns? Was will sie von dir? Berlin, Kalifornien, Südafrika, ich weiß es nicht. Und genau das wirst du auch tun. Das ist dein Leben, Marie, nicht das der anderen. Ich werde bei Ruth bleiben. Aber das Hotel ist doch auch mein Leben, Mama. Räuber! Räuber! Da bist du ja. Ihm ist nichts passiert. Du, wo hast du dich rumgetrieben? Seit Georgs Tod habe ich darauf gewartet, dass du irgendetwas tust. Weinst, schreist, das Schicksal verfluchst. Irgendwas. Mit dieser ganzen Energie, die du in dir hast. Aber nein, du warst immer nur stark. Ich wäre zerbrochen, hätte ich Schwäche zugelassen. Dein Körper war klüger als du. Er hat deine Schwäche gezeigt und hat damit um Hilfe gerufen. Ich hätte nicht zulassen dürfen, dass du Georgs Tod verdrängst. Ich hätte mit dir darüber reden müssen. Ich war kein guter Arzt. Und auch kein guter Freund. Nein, Johann.
Ich habe nur 4 Jahre gebraucht, um den Schmerz zuzulassen. Du hast mir die Zeit gelassen. Gleich nachher. Räuber ist wieder da. Es ist ihm nichts passiert. Models buche ich vor Ort. Für meine Freundin. Marie Rosinger. Ich rufe dich nochmal zurück. War ich zu voreilig? Habe ich dich überrumpelt? Ja, du hast mich überrumpelt. Ich habe gedacht, ich könnte mich nicht verlieben. Und jetzt? Das klingt vielleicht kitschig, aber ich glaube, du hast mich wach geküsst. So wie der Prinz im Märchen. Wie der Prinz im Märchen. Ich habe nicht geglaubt, dass es so jemand wie dich noch gibt. In meinem total verrückten Leben. Ja, dein verrücktes Leben. Nicht, bitte. Ich kann sonst nicht. Meine Mutter hat heute zu mir gesagt, man soll sein Leben leben und nicht das der anderen. Und dann habe ich überlegt, was mein Leben ist. Das Hotel? Schon als kleines Mädchen, da wollte ich nie was anderes als eines Tages unser Hotel führen. So wie mein Vater, meine Oma, meine Urgroßeltern. Niklas. Wir kennen uns erst ein paar Tage. Und meine Welt ist hier. Und deine ist eben ganz woanders. Du meinst, wir sollten lieber aufhören, bevor es richtig angefangen hat? Vielen Dank für alles. Es war mein Vergnügen. Und Ihre große Geduld mit mir. Kommt Marie noch? Ich glaube nicht. Ich setze mich nach vorne zu Bob. Thank you.
Robin. Okay, los geht's. Komm. Komm, komm. Halt, bleib. Sehr schön. Ja, ja. Schau mich an. Oh, ja. So, bleib so, bleib so. Fantastisch. Okay, komm nochmal. Los. Komm. Gut, bleib so. Wunderbar. Bleib bei mir mit dem Blick. Bleib bei mir. Ja, ja. Ja. Fantastisch. Gut. Schau. Ach, cool. Yes? Wunderbar. So. Das war's. Soll ich heute Abend was Schönes für uns kochen? Tut mir leid, Sandra. Das war's. Bob, du machst das Shooting in Kalifornien. Bitte? Ja, du bist soweit. Du kommst nicht mit nach L.A. Nein. Ich muss woanders hin. Marie? Und? Hast du Ersatz für mich gefunden? Rein professionell ist das nicht schwer. Aber als Mama? Du wirst mir fehlen. Sehr. Und Oma natürlich auch. Passen Sie mir bloß auf meine Schwiegertochter auf. Ich werde mir Mühe geben. Ja, dann gehen wir. Auf Wiedersehen. Du? Morgen lade ich dich ein. Ins Kino. Ja, dann. Ich schau mal. Machst du mal die Motorhaube auf? Was man tief in seinem Innersten fühlt. Aber eins sage ich dir gleich, ein Hotelier wird nicht aus mir. Weißt du, ich habe mir gedacht, ich kann ja auch vom blauen Land aus fotografieren. Und wenn ich mal weg bin, dann komme ich immer wieder zurück.
Vielleicht willst du ja auch mal mitkommen. Warum sagst du nichts? Ich liebe dich. Ich dich auch. Sie denn da? Sie sind's. Entschuldigung. Sandra? Entschuldigen Sie. Ja. Eigenartig. Marie, schau, Kitty hilft uns aus. Hallo, Marie. Schön. Zimmer zwei. Jetzt kannst du dich um Herrn Steinke kümmern. Ach, da ist er ja. Herr Steinke, meine Enkelin möchte Ihnen gern die Gegend zeigen. Dann können Sie vielleicht schon Motive aussuchen, die wir für unseren Prospekt brauchen. In Ordnung. Gern. Dann fangen wir mit dem Shooting erst heute Nachmittag an. Hm? Ja, genau so machen wir das. Okay. Was ist? Du machst das schon wieder. Jetzt führst du mich schon wieder vor. Ich führe dich nicht vor. Ich schaue nur, dass hier alles funktioniert. Der Hotelprospekt. Ich muss ja sogar die Internetseite selber machen. Wieso muss? Ich bin auch nicht mehr die Jüngste. Na gut. Dann mache ich das für dich. Und wohin geht's? Zuerst zur Wieskirche. Ach, und bitte kein Wort über Zimmermädchen, die fremde Schuhe anprobieren. Ich weiß gar nicht, wovon Sie sprechen. Wiedersehen, einen schönen Tag. Danke, ebenfalls. Erinnerst du dich? Grüß Gott. Grüß Gott. Ich hab's dir ja versprochen. Räuber, komm mal her.
habe Ihnen doch gesagt, dass ich das nicht möchte. Ja, Entschuldigung. Aber ich konnte einfach nicht widerstehen. Darf ich es behalten? Räuber! Dann zeig mir doch den Basten oder wäre ein Hund auf! Danke. Räuber war das letzte Geschenk von meinem Vater. Wir schauen Fotos an. Hallo. Hallo. Eigentlich bin ich nur gekommen, um zu sagen, dass ich nicht komme. Aha. Also, auch wenn du eigentlich nicht da bist, willst du vielleicht trotzdem die Fotos sehen? Ja. Wir sehen uns später, okay? Okay. Eigentlich gar keine Zeit. Ich muss meine Oma an der Rezeption ablösen. Ich allein? Ich habe dich rausvergrößert. Das bin ich? Genau das bist du. Komm, ich zeig dir noch was. Ach, das Münterhaus. Das mag meine Mutter so. Und das Paar? Die Gabriele Münter und Kandinsky. Kannst du das auch vergrößern? Klar. Entschuldigung. Ich muss los. Ja. Das sind die Fotos von euch und die Vergrößerung von dir drauf. Bring sie doch deine Großmutter mit. Die wird sich bestimmt freuen. Danke. Und wann machen wir die Porträts? Wenn meine Mutter wieder da ist. Und dann gehen wir gemeinsam essen. Ja. Bachablösung. Wo ist denn deine Mutter? Ist mit einem Gast unterwegs. Ist die CD mit den Fotos. Auch von mir. Ich nehme an, es hat sich gelohnt. Ich schaue mir die gleich mal an. Da ist sicher was für unsere Internetseite dabei. Hm? Froni braucht dich auf der Terrasse. Okay. Wenn ich dich anschaue, habe ich das Gefühl, es ist überhaupt keine Zeit vergangen. Du flirtest immer noch gern. Damals war es mir sehr ernst. Aber du hast mir nicht geglaubt. Du warst verheiratet. Ich fand das unmöglich. Du hattest dich bereits für eine andere entschieden.
Ja, ich hatte geheiratet, aber da habe ich dich auch nicht gekannt. Trotzdem. Ich war so verliebt. Und als ich dann erfuhr, so enttäuscht, ich hätte dich umbringen können. Für deine direkte Art habe ich dich schon immer geliebt. Ach ja? Ja, vielleicht hätte ich mich ja getrennt. Aber dann war Georg schon da. Ja. Und jetzt ist schon wieder alles anders. Tja, man kann das Leben eben nicht von A bis Z durchplanen. So, auf den Schrecken trinken wir erstmal einen. Es tut mir wirklich leid. Das muss es nicht. Ich habe ja Augen im Kopf. So, das ist schmerzlindernd und gegen die Schwellung. Du siehst, das kann man nicht überschminken. Selbst ich nicht, Niklas. Tja, dann brauchen wir ein anderes Model. Tut mir wirklich leid, Sandra. Sie können natürlich trotzdem hier wohnen bleiben. Sozusagen als Schmerzensgeld. Vielen Dank. Das ist doch ein romantisches Hotel. Das heißt, alles hier, die Atmosphäre, die Herzlichkeit, die Wärme, alles ist echt und natürlich. Es gibt nur ein Model, was wirklich hierher passt. Überleg's dir, Marie. Ich gehe jetzt und mache noch ein paar Fotos vom Winterhaus. Ist Professor Peter Blumfeld, Ruth Rosinger, meine Schwiegermutter. Freut mich. Grüß Gott. Und du übernimmst jetzt die Rezeption. Schönen Aufenthalt. Alles in Ordnung? Ja, ja. Ich brauche heute meinen Schönheitsschlaf. Morgen, ja? Na dann. Gute Nacht. Schlaf schön. Na, da freuen sich die Designerschuhe aber, wenn sie wieder schön sauber werden. Kann ich Ihnen mit etwas Licht aushelfen? Ich muss zum Sicherungskasten. Ich muss auch zum Sicherungskasten. Na, damit Sie meinetwegen nicht noch hinfallen, hm? Ich wollte dir eigentlich nur den Schlüssel geben, nicht meine Hand. Ich hätte sie aber gerne noch ein bisschen gehalten. Es ist lange her, dass ich sie das letzte Mal gehalten habe. Immer noch der alte Charmeur. Darf ich? Mhm. Wir können gerne die ganze Nacht hier verbringen. Sie können aber auch ganz langsam den Schalter umlegen. Danke. Dann komm. Vergiss dein Gepäck nicht. Ja. Ah.
Na, dann schönen Abend noch, ne? Hebt den Blutdruck und macht fröhlich. Ich bin fröhlich. Und die Dreifaltigkeitsglocke, die erinnert jeden Freitag an die Sterbestunde Christi. Ah ja, damit wir nicht übermütig werden, hm? Sie nehmen wohl gar nichts ernst, oder? Hm. Ich geh mal rein. Du bleibst hier, Räuber. Sitz! Hm? Ich hab's dir ja versprochen. Räuber, komm mal her. Sag, dass ich das nicht möchte. Ja, Entschuldigung. Aber ich konnte einfach nicht widerstehen. Darf ich es behalten? Räuber! Dann zeig mir das hier, Basti, oder wäre ein Hund auf! Danke. Räuber war das letzte Geschenk von meinem Vater. Und neue Schuhe? Ja, ich habe ja heute frei. Dann darf ich vielleicht von den Kontaktlinsen und von den neuen Schuhen ein Foto machen, bevor ich die beiden zum Essen einlade. Wenn ich mitkommen darf? Ja. Wie wär's mit einem Lächeln? Ja. Heute? Peter, ich möchte nichts überstürzen. Verstehe. Nein, nein, nicht wegen uns. Marie braucht mich. Deine Tochter ist erwachsen. Ich war seit Georgs Tod so mit mir selbst beschäftigt, dass ich nicht gesehen habe, wie unglücklich sie ist. Und von all dem hier völlig überfordert. Und was ist mit dir? Mit dem, was du mal ursprünglich sein wolltest? Was du immer noch tun könntest? Willst du wieder
zurückstecken? Ich kann nicht glücklich sein, wenn mein Kind unglücklich ist. Das mit den Doppelbuchungen hast du prima hingekriegt. Ja, mit Maries Hilfe. Willst du nicht eine Stunde freimachen? Die Froni ist doch da. Stimmt eigentlich. Was ist mit den Reservierungen? Das kann ich machen. Bist du sicher? Ja, ja. Geh. Geh nur. Gut. Gut. Bis später. Frau Rosinger, ich bin auf der Suche nach Ihrer Enkelin. Ich habe sie den ganzen Morgen noch nicht gesehen. Ja, die musste nach Murnau. Sie kommt aber sicher bald zurück. Gut, ja, dann setze ich mich auf die Terrasse und trinke eine Tasse Kaffee. Ja, ist ja so schön draußen. Man kommt nur vorwärts, wenn man was zurücklässt. Das wird mir immer wieder klar, wenn ich auf dem Schiff bin. Musstest du viel zurücklassen in deinem Leben? Nichts, was mir wirklich wichtig wäre. Ja, Räuber. Schon mal. Danke, Marie. Du bist super. Vorsicht. Vorsicht. Ja, wenn du immer so schnell fährst, um zu Oma zu kommen. Wie geht's dir denn, Johann? Alles in Ordnung. Du kennst sie ja. Sie denkt immer, ohne sie geht gar nichts. Dabei kann sie halt auch nicht mehr so wie früher. Es macht mir nichts aus, noch mehr Verantwortung zu übernehmen. Aber ich will sie auch nicht aufs alte Gleis abschieben. Das würde sie sich auch nicht gefallen lassen. Sie meint halt, du hast zu wenig von deinem Leben. Aber das Hotel ist ja mein Leben. Ja, ja. Grüß Gott. Mach ich. Guck mal, schicke Hütte, wa? Oh, die schönen Blumen. Wie heißen die denn? Keine Ahnung. Sind die aus Berlin. Für den Hotelprospekt, den keiner braucht. War Omas Idee. Schau, dass es sich ausruht. Ich komme dann wieder vorbei. Mach ich. Tschüss. Ciao. Räuber, du bleibst da. Komm. Komm, Räuber. Da bleib. Ja, komm. Das muss ein Missverständnis sein. Unsere Marie macht das doch. Aber ich habe doch extra noch mal angerufen und gefragt, ob ich ein Model mitnehmen soll. Mit mir haben Sie da nicht gesprochen. Aber mit mir. Marie. Marie Rosinger. Niklas. Niklas Steinke. Ich habe gerade einen Reifen gewechselt. Wow. Ich zeige Ihnen jetzt Ihre Zimmer. Ich kümmere mich um Ihr Gepäck. Danke, geht schon. Und umziehen solltest du dich auch noch. Das ist nun das sogenannte Münterhaus. Hier waren unsere beiden Künstler glücklich. Gabriele Münter und Wassily Kandinsky lebten hier in den Sommermonaten von 1909 bis 1914. Wenn Sie jetzt gleich in das Haus hineingehen, werden Sie bemerken, dass alles so aussieht, als hätte Kandinsky nur kurz den Raum verlassen. Sein Gehrock, sein Zylinder, all diese Gegenstände stammen aus Münters Besitz. Und die Tatsache, dass sie diese Dinge aufbewahrt hat, zeigt, wie sehr sie sich mit ihrem Lehrer Kandinsky verbunden fühlte. Meine Damen und Herren, wir gehen jetzt in das Haus. Warten Sie doch bitte, ich bin gleich da. Peter. Hallo, Carla. Bring mir mal den Maulschlüssel, Räuber. Bitte. Dankeschön. Was war denn das? Eine Aufbauspritze. Und etwas für deine Nerven. Meine Nerven geht's gut. Mir geht's nicht gut. Dein Check-up vor 3 Wochen war völlig in Ordnung.
Was ist los? Ich frag mich, was mal sein wird, wenn ich nicht mehr da bin. Ruth, du überlebst uns alle. Außerdem hast du doch Carla und die Marie. Meine Schwiegertochter ist sehr lieb, aber vom Hotelbetrieb hat sie keine Ahnung. Und Marie, ich mach mir Sorgen. Aber die ist doch so tüchtig, was die alles kann. Gerade wechselt sie meinen Reifen. Das ist ja das Problem. Schau, wie sie ausschaut. So kriegt die doch nie einen Mann. Und du würdest am liebsten nachhelfen, nicht? Ja. Im Internet gibt's doch diese Partnerschaftsseiten. Du willst Marie sozusagen elektronisch verkuppeln? Das Einzige, was mir fehlt, ist ein schönes Foto von ihr. Aber das kriegen wir jetzt auch, wenn wir unseren neuen Hotelprospekt machen. Ich habe einen sündhaft tollen Fotografen engagiert. Niklas Steinke aus Berlin. Ah ja. Sich verlieben darf sie sich aber noch selber. Aber Arztgeheimnis. Ja, Räuber. Schon mal. Danke, Marie. Du bist super. Vorsicht. Ja, wenn du immer so schnell fährst, um zu Oma zu kommen. Wie geht's dir denn, Johann? Alles in Ordnung. Du kennst sie ja. Sie denkt immer, ohne sie geht gar nichts. Dabei kann sie halt auch nicht mehr so wie früher. Es macht mir nichts aus, noch mehr Verantwortung zu übernehmen. Aber ich will sie auch nicht aufs alte Gleis abschieben. Das würde sie sich auch nicht gefallen lassen. Sie meint halt, du hast zu wenig von deinem Leben. Aber das Hotel ist ja mein Leben. Ja, ja. Grüß Gott. Mach ich. Piek mal, schicke Hütte, wa? Oh, die schönen Blumen. Wie heißen die denn? Keine Ahnung. Sind die aus Berlin. Für den Hotelprospekt, den keiner braucht. War Omas Idee. Schau. Ja. Gut. Da bist du. Ich wollte nur sehen, ob es dir besser geht. Was geht dir besser? Es sieht so aus, als hätte ich jemand für Marie gefunden. Aber Arztgeheimnis. Du kriegst wohl immer deinen Willen. Tja, wenn es den anderen gut tut. Und du meinst, du weißt immer, was für die anderen gut ist. Schau. Mein Großvater hat hier alles allein aufgebaut. Aber er ist zu früh gestorben. Und dann hat meine Großmutter alles alleine gemacht. Und dann meine Mutter. Und jetzt du. Das Hotel der starken Frauen. Naja, Carla fällt ein bisschen aus dem Rahmen, aber die ist ja auch nur angeheiratet. Die hat's einfach nicht im Blut. Hm. Aber Marie. Marie ist wie meine Großmutter. Und meine Mutter. Und wie du. Eben. Ich will nicht, dass Marie eines Tages alles alleine machen muss. Sie braucht einen Mann, der ins Hotel passt. Und deshalb muss ich jetzt eine E-Mail schreiben. Ja, ich verstehe. Mach's gut. Also das verstehe ich nicht. Da wollte er gestern mit dir aufs Zimmer und du lässt ihn abblitzen. Niklas ist ein Mann, der bekommt jede. Mhm. Und du willst es ihm nicht zu leicht machen. Ja, ich habe mich in ihn verliebt. Und jetzt habe ich Angst, wenn es zu schnell geht, dann... Dann ist es auch schnell wieder vorbei. Genau. Und das will ich natürlich nicht. Ihr werdet ein tolles Paar. Das ist die berühmte Wieskirche. Da im Turm hängen 7 Glocken. Und von denen bilden 4 zusammen ein Barockgeläute. Barockgeläute? Ja, genau, Barockgeläute. Und die Dreifaltigkeitsglocke, die erinnert jeden Freitag an die Sterbestunde Christi. Ah ja, damit wir nicht übermütig werden, hm? Sie nehmen wohl gar nichts ernst, oder? Hm.
Ich geh mal rein. Du bleibst hier, Räuber. Sitz. Hm? Grüß Gott. Grüß Gott. Zusammen und sagst es ihm. Oh, das geht alles so schnell. Guten Morgen, Ruth. Wo bleibt ihr denn? Wieso ihr? Deine Tochter ist auch noch nicht da. Sie wird gleich kommen. Ich gehe mich schnell duschen. Warum denn gerade ich? Du meinst das Mädchen mit der Brille? Mit den Ölfingern? Das gern mal fremde Schuhe anprobiert, dem ab und zu die Sicherung rausknallt? Du hast so viele Models um dich rum. Weißt du, das ist wie mit dem Fotografieren. Du machst unzählige Bilder und eins ist perfekter als das andere. Aber irgendwann, in einem stillen Moment, stehst du plötzlich da und fragst dich, wo ist eigentlich das Leben geblieben in diesen Bildern? Und dann, rein zufällig, machst du dieses eine Foto, das vielleicht nicht so perfekt ist wie die anderen, aber du fühlst das Leben darin. Und du weißt, es ist es. Und ich bin es? Ja. Ich habe mit meinem geschlossenen Auge in meine Seele geschaut und dich gefunden. Ja! Ruth, da bist du. Ich wollte nur sehen, ob es dir besser geht. Was geht dir besser? Es sieht so aus, als hätte ich jemand für Marie gefunden. Aber Arztgeheimnis. Du kriegst wohl immer deinen Willen. Tja, wenn es den anderen gut tut. Und du weißt immer, was für die anderen gut ist. Schau, mein Großvater hat hier alles allein aufgebaut. Aber er ist zu früh gestorben. Und dann hat meine Großmutter alles alleine gemacht. Und dann meine Mutter. Und jetzt du. Das Hotel der starken Frauen. Naja, Carla fällt ein bisschen aus dem Rahmen. Aber die ist ja auch nur angeheiratet. Die hat es einfach nicht im Blut. Aber Marie. Marie ist wie meine Großmutter. Und meine Mutter. Und wie du. Eben. Ich will nicht, dass Marie eines Tages alles alleine machen muss. Sie braucht einen Mann, der ins Hotel passt. Und deshalb muss ich jetzt eine E-Mail schreiben. Ja, ich verstehe. Mach's gut. Das verstehe ich nicht.
Da wollte er gestern mit dir aufs Zimmer und du lässt ihn abblitzen. Niklas ist ein Mann, der bekommt jede. Mhm. Und du willst es ihm nicht zu leicht machen. Ja, ich habe mich in ihn verliebt. Und jetzt habe ich Angst, wenn es zu schnell geht, dann... Dann ist es auch schnell wieder vorbei. Genau. Und das will ich natürlich nicht. Ihr werdet ein tolles Paar. Na komm. Das ist die berühmte Wieskirche. Da im Turm hängen 7 Glocken. Und von denen bilden 4 zusammen ein Barockgeläute. Barockgeläute? Ja, genau, Barockgeläute. Und die Dreifaltigkeitsglocke, die erinnert jeden Freitag an die Sterbestunde Christi. Ah ja, damit wir nicht übermütig werden, hm? Sie nehmen wohl gar nichts ernst, oder? Hm. Ich geh mal rein. Du bleibst hier, Räuber. Sitz! Hm? Grüß Gott. Bist du hier? Ihm ist nichts passiert. Du, wo hast du dich rumgetrieben? Seit Georgs Tod habe ich darauf gewartet, dass du irgendetwas tust. Weinst, schreist, das Schicksal verfluchst. Irgendwas. Mit dieser ganzen Energie, die du in dir hast. Aber nein, du warst immer nur stark. Ich wäre zerbrochen, hätte ich Schwäche zugelassen. Dein Körper war klüger als du. Er hat deine Schwäche gezeigt und hat damit um Hilfe gerufen. Ich hätte nicht zulassen dürfen, dass du Georgs Tod verdrängst. Ich hätte mit dir darüber reden müssen. Ich war kein guter Arzt. Und auch kein guter Freund. Nein, Johann. Ich habe nur 4 Jahre gebraucht, um den Schmerz zuzulassen. Du hast mir die Zeit gelassen. Danke. Mama, ich komme gleich nach. Räuber ist wieder da. Es ist ihm nichts passiert. Noch ein Flugticket nach Los Angeles. Nein, kein Model. Die Models buche ich vor Ort. Für meine Freundin. Marie Rosinger. Ich rufe dich nochmal zurück. War ich zu voreilig? Habe ich dich überrumpelt? Ja, du hast mich überrumpelt. Ich habe gedacht, ich könnte mich nicht verlieben. Und jetzt? Das klingt vielleicht kitschig, aber ich glaube, du hast mich wach geküsst. So wie der Prinz im Märchen. Wie der Prinz im Märchen. Ich habe nicht geglaubt, dass es so jemand wie dich noch gibt. In meinem total verrückten Leben. Thank you.
Bist du's oder bist du's nicht? Doch, ich glaube, ich bin's. Kontaktlinsen. Ah. Und neue Schuhe? Ja, ich habe ja heute frei. Dann darf ich vielleicht von den Kontaktlinsen und von den neuen Schuhen ein Foto machen, bevor ich die beiden zum Essen einlade. Wenn ich mitkommen darf? Ja. Wie wär's mit einem Lächeln? Ja. So ernst heute? Peter, ich möchte nichts überstürzen. Verstehe. Nein, nein, nicht wegen uns. Marie braucht mich. Deine Tochter ist erwachsen. Ich war seit Georgs Tod so mit mir selbst beschäftigt, dass ich nicht gesehen habe, wie unglücklich sie ist. Und von all dem hier völlig überfordert. Und was ist mit dir? Mit dem, was du mal ursprünglich sein wolltest? Was du immer noch tun könntest? Willst du wieder zurückstecken? Ich kann nicht glücklich sein, wenn mein Kind unglücklich ist. Das mit den Doppelbuchungen hast du prima hingekriegt. Ja, mit Maries Hilfe. Willst du nicht eine Stunde freimachen? Die Froni ist doch da. Stimmt eigentlich. Was? Mama? Schätzchen, ist wirklich alles in Ordnung? Ja, Oma geht es gut und im Hotel hat alles reibungslos geklappt. Natürlich. Du warst ja da. Natürlich. Ich bin da. Ich bin immer da. Aber du machst es doch gern. Klar. Da ist es auch nicht weiter schlimm, dass du lieber mit deinen Gästen unterwegs bist, als einmal wirklich fürs Hotel da zu sein. Ich habe dich schon 100-mal gefragt, ob dir das hier alles zu viel wird. Du hast immer Nein gesagt. Ich habe wirklich gedacht, du liebst deine Arbeit. Ja, das tue ich ja auch. Aber es hat mir keiner von euch gesagt, dass ich dafür auf mein Leben verzichten muss. Im Gegensatz zu dir. Guten Appetit für dich. Schmeckt wirklich ausgezeichnet. Danke. Alles in Ordnung? Ja, ja, ja. Und? Ist alles zu Ihrer Zufriedenheit? Oh ja. Das freut mich. Ja, mich auch. Möchten Sie noch etwas Wein? Ich, später vielleicht. Sie sind auch in der Hotelbranche? Ja, ich führe ein kleines 5-Sterne-Hotel in der Nähe von München. Das ist mein ganzes Leben. Genau wie bei Ihnen. Ich habe doch recht, oder? Ja, stimmt. Kann ich bitte die Milch haben?
noch den Zucker? Danke. Marie, bitte. Lass uns in Ruhe darüber reden. Aber meine Füße ohne Schuhe, die würden sehr gerne tanzen. Marco se n'è andato e non ritorna più. E il treno delle 7:30 senza lui è un cuore di metallo senza l'anima. Nel freddo grigio del mattino di città, a scuola il banco è vuoto. All deinen Mut zusammen und sagst es ihm. Oh, das geht alles so schnell. Guten Morgen, Ruth. Wo bleibt ihr denn? Wieso ihr? Die Gäste beschweren sich, dass ihre Rechnungen doppelt abgebucht worden sind. Ich verstehe das nicht. Ich schaue mir das mal an. Ich schaff das. Na gut. Schön. Der Staffelsee, die Wieskirche, Fotos ohne dich, sie. Dich. Und ja, ich fand's auch schön. Schätzchen, gut, dass du da bist. Mir sind hier schon wieder Doppelbuchungen passiert. Hallo. Hallo, Entschuldigung. Das ist kein Problem, ich kümmere mich drum. Wirklich? Oh, du bist ein Schatz. Du weißt ja, das ist nicht so mein Ding. Das sind die Kontoauszüge vom Mai. Danke. Du hast natürlich überhaupt keine Zeit, ich weiß. Dürfte ich dich vielleicht trotzdem zu einem kleinen Spaziergang an den Seen führen? Ach, gib mir einen Moment. Ich zieh mich um.
Was mich an der Münter schon immer fasziniert hat, ist die Kraft und der Ausdruck von ihren Zeichnungen. Dabei sind manche so winzig wie Briefmarken. Die wollte, dass man sich ihre Werke nicht nur anschaut. Die wollte, dass man sich wirklich damit beschäftigt. Klar, du, wer wünscht sich das nicht? Dass sich die Leute mit dem beschäftigen, was man tut. Ja, wenn einem das, was man tut, wichtig ist. Carla, du lebst hier am Staffelsee. Ja. Im Land des blauen Reiters, mit seinem Licht, mit diesen Farben. Du, ich bin nicht unglücklich. Mir geht's gut. Du warst so glücklich damals, als du deinen Mann kennengelernt hast. Ja. Dein Talent, die Kunst, das war dir gar nicht mehr wichtig. Ich habe mich bei Georg so aufgehoben gefühlt. War der Richtige für dich? Ja. Der richtige Mann. Das falsche Leben. Das verstehe ich jetzt nicht. Ach, schau. So ein Familienhotel, das ist was ganz Besonderes. Marie ist darin fest verwurzelt. Aber ich? Ich war immer... Guten Morgen, Ruth. Wo bleibt ihr denn? Wieso ihr? Deine Tochter ist auch noch nicht da. Sie wird gleich kommen. Ich gehe mich schnell duschen. Warum denn gerade ich? Du meinst das Mädchen mit der Brille? Mit den Ölfingern? Das gern mal fremde Schuhe anprobiert und dem ab und zu die Sicherung rausknallt? Du hast so viele Models um dich rum. Weißt du, das ist wie mit dem Fotografieren. Du machst unzählige Bilder und eins ist perfekter als das andere. Aber irgendwann, in einem stillen Moment, stehst du plötzlich da und fragst dich, wo ist eigentlich das Leben geblieben in diesen Bildern? Und dann, rein zufällig, machst du dieses eine Foto, das vielleicht nicht so perfekt ist wie die anderen, aber du fühlst das Leben darin. Und du weißt, es ist es. Und ich bin es? Ja. Ich habe mit meinem geschlossenen Auge in meine Seele geschaut und dich gefunden. Du sagst so schöne Sachen. Und heute musst du wieder fahren. Vielleicht hast du recht. Manchmal muss man was zurücklassen, um vorwärts zu kommen. Warum kommst du nicht einfach mit? Ich meine, mein nächstes Shooting ist in Berlin, aber danach fotografiere ich für 3 Monate in Kalifornien und danach bin ich in Afrika. Das wäre schon schön. Und nach dem Shooting machen wir eine Safari. Mhm. Entschuldigung, ich nehme noch einen Kaffee. Gerne. Guten Morgen. Kaffee? Tee? Kaffee, bitte. Gerne. Du siehst aus, als ob du jetzt auch noch ein Pflaster für deine Seele bräuchtest. Ja, für mein Herz. Niklas hat heute Nacht nicht im Hotel geschlafen. Ach, Quatsch. Vermutlich ist er nur spät rein ins Zimmer und schläft noch. Er ist nicht da. Und Marie Rosinger arbeitet um diese Uhrzeit normalerweise schon längst. Ja, aber du glaubst doch nicht, dass... So wie er sie gestern angeschaut hat. Das haben Fotografen so an sich, wenn sie ihr Model fotografieren. Mann, Sandra. Marie ist lieb und nett, aber doch keine Konkurrenz für dich. Ich ruf dich nochmal zurück. War ich zu voreilig? Hab ich dich überrumpelt? Ja, du hast mich überrumpelt. Ich hab gedacht, ich könnte mich nicht verlieben. Und jetzt? Das klingt vielleicht kitschig, aber ich glaube, du hast mich wach geküsst. So wie der Prinz im Märchen. Wie der Prinz im Märchen. Ich hab nicht geglaubt, dass es so jemand wie dich noch gibt. In meinem total verrückten Leben. Ja, dein verrücktes Leben.
Nicht. Bitte. Ich kann sonst nicht. Meine Mutter hat heute zu mir gesagt, man soll sein Leben leben und nicht das der anderen. Und dann habe ich überlegt, was mein Leben ist. Das Hotel? Schon als kleines Mädchen, da wollte ich nie was anderes als eines Tages unser Hotel führen. So wie mein Vater, meine Oma, meine Urgroßeltern. Niklas, wir kennen uns erst ein paar Tage. Und meine Welt ist hier. Und deine ist eben ganz woanders. Du meinst, wir sollten lieber aufhören, bevor es richtig angefangen hat? Vielen Dank für alles. Es war mein Vergnügen. Und Ihre große Geduld mit mir. Kommt Marie noch? Ich glaube nicht. Ich setze mich nach vorne zu Bob.